OnePlus Nord oder Realme 7 5G, das fragen sich viele von euch. Ein spannender Vergleich. Ich beschränke mich auf die Daten der Produkte und vergleiche die Unterschiede in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos bekommt ihr ein Gesamtergebnis. Schaut euch unbedingt auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Handys unten verlinkt. Design. In der Kategorie Design gewinnt das OnePlus Nord sehr knapp mit 50 zu 48 Punkten. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 11 Gramm leichter, 0,9 mm dünner, 1,8 mm schmaler, 3,9 mm kürzer und 14,2% geringeres Volumen. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm gewinnt das OnePlus Nord eindeutig mit 69 zu 58 Punkten. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: OLED bzw. AMOLED-Bildschirm und Bildschirm ist immer an. Das Realme 7 5G hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 0,9% größere Bildschirmgröße, besitzt ein IPS-Panel und 33% bessere Bildwiederholungsrate. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Realme 7 5G mit 78 zu 76 Punkten sehr knapp vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: 9,1% schnellerer Prozessortakt, hat einen externen Speichereinschub und 5% höheres Benchmark-Ergebnis. Das OnePlus Nord hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 4 GB mehr Arbeitsspeicher, 128 GB mehr interner Speicher und hat NX-Bit. Kameras. Beim Punkt Kameras ist das OnePlus Nord mit 80 zu 67 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 5% mehr Megapixel der Hauptkamera, verfügt über eingebaute optische Bildstabilisierung, es hat eine Doppelobjektivkamera, schießt 360 Grad Panorama, es speichert Fotos auch im Rohdatenformat, hat eine Frontkamera mit zwei Linsen und hat einen RGB-LED-Blitz. Audio. Beim Punkt Audio ist das Realme 7 5G mit 56 zu 31 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Im Bereich Akku sind beide Smartphones ebenbürtig mit 65 Punkten. Das Realme 7 5G hat folgendes Merkmal vorzuweisen: 22% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften ist das OnePlus Nord mit 87 zu 86 Punkten haarscharf vorne. Es punktet hier mit folgenden Vorteilen: benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat Bluetooth aptX. Ergebnis. Mit 77 Punkten schlägt das OnePlus Nord in der Gesamtwertung eindeutig das Realme 7 5G mit 63 Punkten. Schaut euch auf jeden Fall auch die Erfahrungsberichte auf Amazon an, ich habe euch beide Geräte unten verlinkt. Wenn euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.